wenig mit Segeln zu tun hat, sondern eher so eine Art Motorbootfahren ist. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Und dann könnte man hier draußen im Sommer draußen schlafen und das finde ich ganz toll. 700 Liter Frischwasser an Bord, tief in der Bilge drin. Das ist großartig. Wir haben noch eine Bekanntmachung. Genau. So, läuft. Das wird so schon mal nix. Wir wollen euch heute ein paar kleine Highlights zu unserer Amel zeigen. Das ist noch keine Roomtour. Die Roomtour kommt, wenn wir fertig sind. Im Moment ist hier zu viel Chaos. Genau. Das ist aber so ein erster Einblick. Was uns eben wirklich toll an der Amel gefällt, eher so, ja, wie fühlt es sich an und welche Details sind uns aufgefallen. Außerdem geben wir euch noch einen kleinen Einblick auf die Projekte, die wir in diesem Jahr planen, beziehungsweise auf die Projekte, die wir noch umsetzen möchten, bevor wir hoffentlich bald losfahren können. Also das wird sich noch ein bisschen hinziehen, aber wir geben euch mal einen kleinen Sneak Preview auf das, was auf euch und auch auf uns in den nächsten Wochen noch zukommt. Ihr werdet jetzt in sämtlichen Einstellungen ganz schön viel Chaos sehen, also deswegen auch noch keine Roomtour, weil wir sind einfach noch am Einrichten und am Ausstatten. Bitte verzeiht uns dieses Chaos, aber wer schon mal ein neues Boot gekauft hat, kennt das und weiß, womit wir hier zu tun haben. Der Steuerstand ist für uns so ein bisschen das Kernstück, ist ja auch das, was für Amel sehr typisch ist, dieser asymmetrische Steuerstand mit dem Sitz und mit der festen Scheibe. Und für mich ist dieser Ort ein ganz, ganz wichtiger Ort, weil er durch die Höhe Rückwand und dadurch, dass er so zentral liegt und hier auch der Besanmast ist, ist das ein sehr geschlossener Raum. Dieser Ort vermittelt eine Geborgenheit, sowohl beim Segeln als auch vor Anker. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass die feste Scheibe und der Sitz und das Steuerrad wenig mit Segeln zu tun hat, sondern eher so eine Art Motorbootfahren ist. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Ich fühle das genauso wie beim Segeln vorher auch auf der Ariba, wo das noch, dadurch, dass es am Heck war, das Steuerstand, noch unmittelbarer war, aber man kann nicht sagen, dass man jetzt distanziert ist vom Meer und vom Segeln. Wir haben hier auch die Scheibe, die wir vorne öffnen können und man sitzt dann auch im Fahrtwind, wenn man das möchte, was sehr, sehr angenehm ist. Das Cockpit ist groß genug für 4 bis 6 Leute zum Essen. Es gibt hier auch einen festen Tisch, den man aufbauen kann. Als wir die Überfahrt gemacht haben mit dem Voreigner zurück nach Livorno, waren wir ja 4 Leute an Bord und wir haben tatsächlich dann auch gekocht und hier zu viert gegessen. Also die Maschine lief, der Autopilot lief und wir fuhren, aber trotzdem haben wir hier schön getafelt zu viert. Das war wirklich sehr schön. Durch die feste Scheibe eben auch bei Wind, Wetter, Regen, Kälte sehr, sehr angenehm. Also gerade die Nachtfahrten sind dadurch deutlich angenehmer geworden. Wir haben natürlich hier am Steuerstand, weil das Boot für Einhand ausgelegt ist, alles, was wir brauchen, um es alleine bedienen zu können. Wir haben da drüben den Traveler-Versteller, wir haben hier die elektrischen Bedienelemente für die Segel, für Anker aufholen, für Bugstrahlruder auf und ab und Bugstrahlruder links und rechts und natürlich auch den Autopiloten, Kompass, Windmesser und so weiter. Das ist schon mal ganz großartig. Man kann die Segel von hier also komplett bedienen, Genua und Groß. Und den Besan, der ist komplett manuell, der ist auch aus dem Cockpit komplett bedienbar, mit Ausnahme des Travelers vom Besan. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Im Original ist die feste Sprayhood hier zu Ende. Normalerweise ist die in der Höhe. Der Voreigner hat das Gestänge erhöhen lassen, sodass man jetzt hier auch stehen kann. Wir haben jetzt hier noch eine Kuchenbude, das heißt, wir können komplett zumachen, was auch, und wir hatten das bei der Überfahrt auch, nachts sehr, sehr angenehm ist, wenn es ein bisschen kühler ist. Was ich ganz arg vermisst habe bei der Ariba, war eine ebene Fläche, auf der ich zum Beispiel ein bisschen Sport machen kann, Yoga machen kann und so weiter. Ich habe da zwar mal hier und da auf dem Vorschiff geguckt, aber das war einfach alles entweder zu schräg oder zu klein. Und deswegen ist das hier auf dem Achterdeck mein Lieblingsplatz. Das ist wirklich groß. Ich habe hier schon richtig Yoga und
Bord gemacht. Und das ganz Tolle daran ist, es gibt hier Polster für, wirklich original, die man hier reinlegen kann. Und dann kann man eben zum Beispiel auch im Sommer mal draußen schlafen. Das finde ich ganz toll. Das habe ich so bei der Ariba vermisst, einfach vielleicht mal draußen zu schlafen, wenn es so heiß ist. Und dann kann man hier am Besan ein Zelt oder auch ein Moskitonetz drüber spannen, damit man auch geschützt ist. Und dann könnte man hier draußen im Sommer draußen schlafen. Und das finde ich ganz toll. Da freue ich mich auch drauf, weil ich habe ganz fest vor, das zu machen. Vor allem, wenn diese ganz heißen Nächte im Sommer kommen. Und es ist aber auch ein sehr schöner Platz in Fahrt tatsächlich. Kann man hier ganz sicher stehen und rausgucken oder auch sitzen und gucken. Also wenn man aufrecht fährt, ist das in Fahrt wirklich ein ganz toller Platz. Natürlich ist diese Fläche auch nicht nur für Sport oder zum Rumlümmeln gedacht. Wenn man mal eine große Fläche braucht zum Arbeiten, was ausbreiten muss, kann man hier natürlich auch ganz toll arbeiten, weil die Fläche es einfach hergibt, weil sie wirklich groß ist. Wasser- und Dieseltank. Ich stehe jetzt hier am Niedergang. Da ist der Niedergang, da ist die Fahrtrichtung. Und am Niedergang gibt es die Anzeige für den Wassertank. Die ist mechanisch durch einen Füllstab, der rauf und runter wandert, beziehungsweise der halt fällt mit dem fallenden Wasserspiegel. Und wir haben 700 Liter Frischwasser an Bord, tief in der Bilge drin, was natürlich dafür sorgt, dass wir aufrechter segeln und ja uns auch über Wasser nicht so wirklich viel Gedanken machen müssen. Wir nutzen es im Moment tatsächlich zum Spülen und Ähnliches und uns reichen die 700 Liter über einen Monat lang. Und das ist natürlich großartig. Bei der Ariba mussten wir in der Marina wöchentlich nachfüllen. Der andere Punkt ist der Dieseltank. Der Dieseltank ist hinter mir im Durchgang auf der Backbordseite, also immer noch auf der Steuerbordseite, aber im Durchgang auf der Backbordseite. Und das ist ein Edelstahltank mit 450 Litern Inhalt, also wirklich viel, was ja bedeutet, dass man mehr als eine Woche durchfahren kann. Wenn du also lange Ozeanpassagen hast, wo du vielleicht mal auch mal eine Flaute hast, dann ist es oft so, dass Langfahrtsegler ganz viele Plastikkanister an der Reling festzurren. Ich denke, dass wir uns das sparen werden können, weil wir für ungefähr 800 Meilen dann auch Diesel haben. Hier ist der Diesel-Einfüllstutzen. Der hat innen drin übrigens einen mechanischen Stab mit Löchern. Den kann man rausziehen und anhand dessen, welche Löcher noch Diesel enthalten, kann man sehen, wie viel Diesel enthalten ist. Ganz praktische Sache, auch ausfallsicher. Ein weiterer wirklich ganz toller Punkt an der Amel, vor allem gerade für mich, ist dieses große Laufdeck und dass das Laufdeck auch frei ist. Also die Wanten sind hier außen festgemacht und nicht wie zum Beispiel bei der Ariba hier innen. Und das heißt, ich kann hier wirklich komplett durchlaufen. So, und es ist, hat ja diese feste Reling hier und die macht das Ganze eben extrem sicher. Also ich kann wirklich von hinten nach vorne durchlaufen, kann mich festhalten. Und bei der Ariba war das so, dass ich tatsächlich, wenn ich vorgehen musste unter Fahrt, im Prinzip auf allen Vieren vorgerobbt bin, weil ich einfach mich unsicher gefühlt habe und mich nicht gut gefühlt habe beim Vorlaufen. Ich hatte einfach Angst, ja, dass irgendwas passiert, weil die Reling auch deutlich niedriger war. Sie war nicht fest und das war für mich sehr unangenehm. Und hier kann ich tatsächlich aufrecht bis vorne durchlaufen und das gibt natürlich ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Dann haben wir hier auch noch einen hohen Rand. Das heißt, das gibt auch noch mal viel Sicherheit, wenn man zum Beispiel schräg segelt und hier drüber durchlaufen muss, dann kann man sich halt mit dem Fuß hier so abstützen und rutscht nicht gleich weg. Also auch das ist nochmal ein ganz großes Sicherheitsfeature und darüber sind wir auch ziemlich glücklich. Ich stehe jetzt im Motorraum. Der Motorraum hat einen Deckel vom Cockpit aus und ist auch in sich gekapselt. Das ist ein eigener wasserdichter Raum, was dazu führt, dass der Motor im Falle einer Havarie noch sehr lange funktioniert. Wir haben hier nicht nur Platz für zum Beispiel den Heißwasserbereiter, sondern auch noch Platz für weitere Batteriebänke.
und auch Platz für elektronische Bestandteile, zum Beispiel das Ladegerät oder der Wechselrichter. Ich bin jetzt im Motorraum entgegen der Fahrtrichtung und zu meiner Rechten sind hier die neuen Batteriebänke, die noch nicht angeschlossen sind. Einmal die Hausbatteriebank, hier ist ein alter Wassermacher, der noch rauskommt, weil er nicht mehr funktioniert. Da hinten ist das Ladegerät, der Heißwasserbereiter. Die Kamera selbst steht auf dem Motor. Der Motor ist übrigens gegen Fahrtrichtung eingebaut, weil die Amel ein eigene entwickeltes Sail Drive hat. Das ist also genau genommen ein C-Drive, weil das eben ja so rum umgelenkt wird. Und was auch eine ganz wichtige Feature ist von der Amel, hinter mir ist der Pumpensumpf und die Grauwasser, also zum Beispiel Spüle, Dusche, Handwaschbecken, wird alles zentral gesammelt und dann an einen Punkt geleitet, der hier im Motorraum ist. Und das ist ein Pumpensumpf, der ist so, ja, hat ungefähr den Durchmesser, ist aber über einen Meter tief, also fast sicherlich 50 Liter und ist mit einer Pumpe ausgestattet. Das heißt, dort wird das Grauwasser gesammelt und von dort aktiv über die Wasserlinie hinaus nach draußen gepumpt. Ich halte das für ein ganz wichtiges Feature und finde es toll, weil das dazu führt, dass man ein Seeventil und einen Borddurchlass unter der Wasserlinie weniger hat. Also die Havariegefahr durch ein kaputtes Seeventil oder einen kaputten Durchlass an der Stelle gemindert ist. Also, wie schon gesagt, ne? Das ist hier alles ganz schön chaotisch noch. Hier ist so unsere Zwischenlagerfläche. Die Amel hat unheimlich viele kleine Details, die einfach extrem durchdacht sind. Komplett einfach, aber so sinnvoll. Eins der Details, was ich ganz toll finde, ist, du hast in der Achter- und in der V-Koje einen zusätzlichen Tisch. Den kann man zusammenklappen, wegklappen und es macht einfach Sinn. Man kann sich mal zurückziehen. Das ist ganz einfach. Der ist einfach nur. So, ist ein bisschen eng gerade, wie gesagt. Hier runtergeklappt. Hält hier unten mit Klett, dass er nicht klappert und nicht wackelt. Und dann gibt es hier eben noch ein Brett, was man reinmachen kann, damit die Liegefläche, damit das hier ein Doppelbett ist. Das ist großartig. So, dann zu den Details. Hier ist ja unser Pilotbett. Das fanden wir im ersten Moment ein bisschen irritierend, aber es macht Sinn. Christoph hat hier schon geschlafen und es ist sogar hier hinten auch gepolstert. Das heißt, wenn man Lage macht, zumindest in die Richtung, liegt man weich. Aber das ist gar nicht das Detail, um was es geht. Und zwar ist hier oben ein Haken und man kann hier ganz, ganz einfach und schlicht aufmachen und das Ding hier drüber hängen und hat eben Zugang zu dem Stauraum, der drunter ist. Kann arbeiten, Sachen rein, raus tun, ohne dass man es heben muss oder wie auch immer. Und genauso einfach ist es wieder weg. Ein anderes ist auch total witzig. Moment, ich muss jetzt um mich umpflanzen. Genau. Als ich die Amel zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum sind hier überall Klampen? Also ich meine, so... Das hier ist der Verschluss von der Bugskiste, ein zusätzlicher Verschluss von der Bugskiste. Also ich kann das hier rausziehen, die Klampe hier belegen und die Bugskiste ist zu und man kann sie nicht einfach von außen öffnen. Also nicht hier Schloss und was weiß ich was, sondern ganz einfach und schlicht. Und es ist schnell gemacht und es ist schnell geöffnet und fertig. Das gibt's für sämtliche Klappen, die zu öffnen sind, also für die große Bugskiste hinten, für den Motorraum gibt es das. Für vorne die haben wir Segellasten. Für alle diese Dinger gibt es hier diese Klampen. Ist großartig. Und wie gesagt, alles serienmäßig eingebaut. Also nicht, was jemand nachgerüstet hat, sondern bei Amel ist das einfach sehr viel einfache Technik, also einfache Dinge manuell, so wie eben der Wasser,
Wasserstandsanzeiger, da kann nichts kaputt gehen. Das ist keine technikgroße Ingenieurskunst dahinter, sondern wirklich logisches Denken und einfache Technik. Das ist großartig. Und jetzt kommt der letzte und einer der für uns nach wie vor faszinierendste Punkt. Kommt mal einfach mit. Wir sind jetzt hier in der Achterkabine und ich kann immer noch stehen. Ich habe immer noch Stehhöhe durch das ganze Boot durch aufrecht. Das ist für mich traumhaft. Also das ist ein ganz, ganz tolles Raumgefühl. Also Christoph ist halt einfach zu groß. Der kann hier natürlich nicht mehr stehen. Ich bin ein Riese. Mit meinen 1,78 bin ich wirklich sehr, sehr groß. Aber für mich reicht's noch. Und das ist, also ich finde das ganz toll. Hier der Gang vom Salon in die Achterkabine ist am vorderen Bereich so hoch, dass ich noch stehen kann, im hinteren Bereich nicht mehr. Und ich kann aber zumindest im Vorflur von der Achterkabine auch noch stehen, direkt da, wo der Schrank ist. Im Bad habe ich auch Stehhöhe, nur hier direkt vor der Schlupfkoje, dann eben nicht mehr in der Achterkabine, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Schlupfkoje? Schlupfkoje, das Bett. Das Bett ist die Schlupfkoje. Gut, warum nicht? Ich fange nochmal an. Es fühlt sich an wie eine Wohnung. Also wirklich so stabil, so sicher, so geräumig. Das ist so ein Unterschied zur Ariba. Die Ariba war wirklich toll und wir haben uns da auch wirklich wohlgefühlt. Das war alles schön. Es sind hier Leute draufgekommen, die haben gesagt, das ist wie eine Wohnung. Und genau so fühlt sich das an. Du hast wirklich nicht so das Gefühl, zu Gast zu sein, sondern das ist zu Hause. Mhm. Wie geht's dir? Es ist nicht so eine Kurzreise oder sowas, wo man sagt, ja, übers Wochenende ist es okay, sondern im Gegenteil. Mich zieht es damit tatsächlich aufs Meer. Ich möchte jetzt lange Schläge machen, weil das Boot fühlt sich danach an. Ja. Das ist nicht so, dass du den Eindruck hast, geht auch, sondern du hast das Gefühl, Hafen geht auch. Sondern es ist eher fürs Meer gemacht als für den Hafen. Ja. Wie versprochen, eine Roomtour kommt, wenn das Chaos hier weg ist und wir soweit sind. Wir gehen jetzt über zu den Projekten. Und unser allerwichtigstes Projekt, das habt ihr bei der Überfahrt ja schon mitbekommen, sind die Segel. Also die sahen zwar teilweise auf dem Video noch ganz nett aus, aber in Natura, wenn man genauer hinschaut, sieht man, die sind einfach durch. Wirklich durch. Wir haben sie auch zum Segelmacher gebracht in der Hoffnung, dass der uns noch sagt, da ist alles super, aber der hat direkt gesagt, bitte weg, ja, durch, ja, kaputt. Ja, ja. Wir werden die Segel im Januar in Auftrag geben und da gibt es halt noch so ein bisschen, ja, da haben wir noch so ein, zwei Fragen für uns, bis es dann soweit ist. Wir werden einen komplett neuen Segelsatz bestellen, bestehend aus Besan, Großsegel und Rollginoa. Und die Rollginoa sollen Allrounder sein. Wir haben jetzt so weit entschlossen, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt erstmal Dacron, weil, wie Marmelion sagt, alles segelt besser als das, was wir bisher haben. Alles. Wir werden für Besan und Groß werden wir den Horizontalschnitt nehmen. Und für die Genua werden wir einen Triradialschnitt nehmen und vom Tuch her vermutlich Challenge oder Newport. Das Newport ist bekannt von diesen, was ist das, Silver Rudder, von diesen Solo, das ist nicht Silver Rudder, ne? Von dieser Solo, von dieser Crew-Welt, egal. Das Newport ist jedenfalls geprüft und wurde auf Langstrecke gesegelt rund um die Welt. Ist sehr, sehr UV-beständig, aber nicht ganz so dehnungsresistent wie das Challenge. Und das Challenge ist, wie gesagt, eben dehnungsresistenter. Da schwanken wir noch so ein bisschen dazwischen. Ich tendiere zum Challenge. Wer uns zu den Segeln, wie gesagt, noch gute Hinweise geben kann, einen Segelmacher haben wir. Es geht jetzt eher um Tuch und Schnitt. Der kann uns gerne
dazu was in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns drüber. Genau. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich und ja, wir sind uns da noch nicht so hundertprozentig einig. Da sagt auch tatsächlich jeder Segelmacher ein bisschen was anderes. Der eine sagt so, der nächste sagt so und der dritte sagt so. Fragt drei Segelmacher, hast du 7 Meinungen. Ein weiteres Projekt hier auf diesem tollen Boot ist die Modernisierung der Elektrik. Es gibt hier auf diesem Boot von Haus aus genau 3 230 Volt Steckdosen. Das ist ein bisschen wenig. Also wenn du nur auf dem Atlantik unterwegs bist und nur einen Rasierer hast, dann reichen vielleicht 3 Steckdosen. Für uns reicht es nicht so ganz. Das heißt, wir werden beide Stromkreise, einmal den 230 Volt Stromkreis von der Ladetechnik modernisieren. Das heißt, es kommt ein Wechselrichter-Kombination mit Ladegerät rein, also Multiplus. Und die ganze Stromverteilung werden wir auch nochmal anfassen. Im Moment läuft alles auf die Hausbank, das ist eine Bleibank. Die werde ich auch gar nicht verändern, sondern ich werde dann eine Lithiumbank stellen und werde dort dann die Verbraucher drauflegen und auch Solar, also der Hauptsolar und der Nebensolar wird praktisch die Hausbank weiterladen. Also wir werden sozusagen dual ausgestattet sein, einmal sehr konventionell mit Blei, was eben eine hohe Ausfallsicherheit bietet und auch auf jedem Atoll ausgetauscht werden kann. Und trotzdem haben wir die sozusagen den Range Extender, also die Reichweitenverlängerung ist dann Lithium, die eben auch erlaubt, schnell zu laden, schnell zu entladen. Und da werden wir im Wesentlichen die Verbraucher drauflegen, aber trotzdem mit einer Möglichkeit, relativ schnell dann wieder auf Blei zu wechseln oder eben mit dem Ladegerät durchzuladen von Blei auf Lithium und von Lithium auf Blei. Und da bin ich am Konzeptionieren. Marion sagt, wenn sie mir zuguckt, er schiebt wieder blaue Kästchen von links nach rechts. Ja. Und da schließt sich jetzt gleich so ein bisschen der Kreis, weil ich ja gerade auch gesagt habe, wir wollen ja ganz viel aus den Strom aus Solar generieren und damit wir das tun können, brauchen wir natürlich auch entsprechend viele Solarpaneele und damit wir diese Solarpaneele unterbekommen, wird dieses Boot einen Geräteträger bekommen. Wem das jetzt vielleicht nichts sagt, ein Geräteträger ist so ähnlich wie so ein Targa-Bügel, kennt man vielleicht von dem alten Golf, der hat ja so einen Bügel, so einen Überrollbügel, so ähnlich kann man sich das vorstellen am Heck vom Boot und da können dann Solarpaneele draufgelegt werden und das würde uns erlauben, dass wir 400 bis 800 Watt dort unterbekommen. Wir hatten bisher auf der Ariba 200 Watt, also eine deutliche Steigerung. Also es ist auch ausbaufähig, dass wir werden wahrscheinlich erstmal klein starten und dann auf die Länge hin ausbauen, auf das, was wir brauchen. Da sind wir gerade an einem neuen innovativen Konzept dran. Da müssen wir mal gucken, ob das klappt und funktioniert. Und das wird auf jeden Fall noch recht spannend werden, wenn das was wird. Da wollen wir, glaube ich, noch gar nicht so viel verraten, weil das steht noch nicht ganz fest. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Steht schon fest. Ist angezahlt. Okay. Also es steht fest. Das wird ganz spannend. Für uns noch ein ganz wichtiger Punkt ist der Schwarzwassertank. Ja. Das hat das Boot bisher noch nicht. Das heißt, dafür brauchen wir einen Tank. Und wir haben jetzt lange nach einem geeigneten Platz gesucht, haben letztendlich einen gefunden. Und auch dort bin ich gerade dabei, die Stücklisten zusammenzustellen und zu bestellen. Und wir werden den dann im vorderen Bad unterm Waschbecken einbauen. Und dann gibt es noch ein letztes Projekt, das mir wieder ganz wichtig ist. Wir haben hier jetzt endlich Platz für eine Waschmaschine. Und das finde ich für ein autarkes Leben wirklich, wirklich wichtig. Weil klar, wenn du in der Marina bist, gibt es ganz oft Waschsalons. Und da geht unheimlich viel Geld bei drauf, ist das eine. Und zum anderen haben hier diese Waschsalons ihr eigenes Waschmittel. Ich reagiere da allergisch drauf. Es gibt einige Sachen, die ich immer per Hand auswaschen muss, was ein hoher Wasserverbrauch ist. Und ja, also gerade jetzt hier in Masnau, das riecht, das stinkt noch Tage nach dem Waschen, nach diesem Waschmittel. Ich finde das ganz furchtbar. Es bringt uns unheimlich viel
Autarki, wie heißt das Wort? Ja, Autarki oder Autonomie. Ja, also wir werden sehr autark dadurch, wenn wir eine Waschmaschine haben. Wir haben ein kleines Modell gefunden, was wenig bekannt bisher ist, was aber einen sehr guten Eindruck macht. Ja. Wir hoffen, dass das klappt. Ja, wir hoffen, dass wir es zeitlich klappt, die Möglichkeit haben, das einzubauen, weil wir müssen da auch natürlich ein Gestell dafür bauen und ähnliches. Aber das sind die Projekte, die uns jetzt 2024 erwarten, die wir machen müssen und wollen, bevor wir losfahren, damit wir nur noch ankern. Nur noch ankern und ganz viel segeln können. Genau. Also mit der Ariba hatten wir ja in einem Sommer 3,5 Monate geankert. Das heißt, die 3,5 Monate waren eine irre Erfahrung. Eine Segelfreundin von uns hat gesagt, ich brauche nur eine Bucht und das Leben vor Anker, mehr brauche ich nicht. Aber das ist ja ein gewisser Luxus. Und das ist aber auch das, was wir anstreben, vor Anker leben zu können, wann es einfach so wunderschön ist. Wer das einmal gemacht hat, diese Ruhe kennt, diese Community unter den Seglern mitbekommen hat, die Hilfsbereitschaft, die Freundschaft, auch wenn man sich nicht kennt, das ist unvergleichlich und da möchte man wieder hin. Genau. Außerdem wollen wir sehr viel segeln, weil wir ganz viel nachzuholen haben. Unser Segelkonto ist ziemlich leer durch das letzte Jahr und da muss wieder einiges drauf. Wir haben noch eine Bekanntmachung. Genau, wir haben noch was für euch. Und zwar haben wir vor, wenn wir die Marke von 5.555 Abonnenten erreichen, dass wir gerne ein Live machen möchten. Also wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt schnell, weil dann kommt das schneller. Wir werden dann ein Live machen und dann könnt ihr alle eure Fragen, die ihr noch an uns habt, zu uns, zu den Plänen, zu der Amel, zu was auch immer, könnt ihr uns dann gerne stellen. Wir sind gespannt, wie lange das dauert, bis das soweit ist. Ja, gebt Gas. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir dieses Jahr die 10.000 erreichen würden. Aber man muss ja ambitionierte Ziele haben. Also genau. Ihr habt die Möglichkeit, da was zu tun. Also draufdrücken, abonnieren. Und ansonsten auch gerne Instagram und Facebook. Wir wünschen euch ein ganz tolles 2024 für die, die zeitnah zugucken. Es ist ja hat gerade erst begonnen. Wir wünschen euch alles Gute und ganz viel Glück für dieses Jahr und ein ganz tolles Jahr an alle Segler Fair Winds und tolle Segelturns und Segelerlebnisse. Die wünschen wir uns auch. Genau. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.